Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns das hier an, die Kusori Dual Blaze Twin Fry, die neueste Heißluftfritteuse aus dem Hause Kusori. Kusori hat sie mir zur Verfügung gestellt, deswegen ist das Video mit Werbung gekennzeichnet. Ich würde sagen, ich packe sie mal aus und dann gucken wir, was dieses gute Stück so alles kann und was das Besondere an ihr ist. So sieht das gute Stück ausgepackt aus. Was haben wir drin? Wir haben zwei von diesen CRISPR-Platten drin. Wir haben einen relativ schweren Silikontrenner drin. Es ist mit dabei eine Grillzange, ein User Manual, ein Quick Start und eine kleine Dankesnotiz. Das ist eigentlich schon, was in diesem riesen Karton ist und natürlich die Kusori. Ich werde das Video in Abschnitte unterteilen, damit ihr da hinspringen könnt, was euch interessiert, weil ich habe die Befürchtung, es wird lang, weil dieses Gerät einfach so super viel kann. Also das Besondere an dieser Fritteuse ist halt einfach, ihr habt einen 10-Liter Garraum oder ihr habt zwei 5-Liter Garräume. Und das ist neu für Kusori. Bis jetzt hatten wir ja immer nur diese zwei verschiedenen Drawers. Und ihr seht, das ist schon ein ziemlicher Oschi, was hier alles reinpasst. Ihr müsst natürlich auch den Platz dafür haben, weil, seien wir mal ehrlich, es ist kein schlankes Ding. Und durch die Griffe hier an der Seite wird das Ganze auch noch breiter. Aber am Anfang fand ich die Griffe nicht so gut. Mittlerweile weiß ich sie aber zu schätzen, denn wenn die Schublade voll ist und ihr würdet jetzt hier vorne nur rausziehen, dann ist das Ganze schwerer zu handeln, als wenn ihr das jetzt hier tragt. Das ist also wirklich schön gemacht. Die Platten passen nur in eine Richtung rein. Die sind hier oben markiert mit 1 und mit 2, wenn ihr das seht. Und die passen dann auch nur so richtig rum rein. Das heißt, ihr setzt die einfach rein, wenn ihr sie braucht. Ihr könnt dann das Ganze aber auch ohne diese Platten nehmen und habt dann so entweder den kompletten Garraum zur Verfügung oder ihr setzt den Trenner ein und habt den geteilten Garraum zur Verfügung und könnt dann hier was anderes drin machen als hier, was ich richtig praktisch finde, aber auch der große Garraum ist genial. Eine weitere Besonderheit der Kusori ist, sie ist eine Dual Blaze. Das heißt, ihr habt zwei Heizeinheiten hier unten, hier, und ihr habt zwei Heizeinheiten hier oben mit dem Ventilator, der die Luft runterbläst. Dadurch heizt das Ganze natürlich super schnell auf. Dadurch braucht ihr auch eigentlich nichts mehr zu wenden, weil ihr auch Hitze von unten habt. Also es erspart euch das Schütteln. Und die Sachen werden trotzdem von unten kross. Verarbeitung ist top, muss ich wirklich sagen. Hier stimmt alles. Hier stimmen die Spaltmaße. Es sind keine scharfen Kanten. Es ist super schön verarbeitet. Farbe ist, ja, sie sieht jetzt hier dunkel aus. Sie ist eher so ein Mausgrau und ich hätte sie lieber ganz in Schwarz gehabt, so ein dunkles Schwarz und nicht so. Das Display ist Hochglanz. Ich schalte es mal ein. Und ich muss sagen, der Touchscreen ist genial. Ihr braucht also wirklich nur ganz leicht drankommen. Und dann habt ihr das Ganze hier zur Verfügung. Ihr habt entweder zwei verschiedene Zonen. Ihr habt eine große Zone. Das geht dann ganz einfach. Ihr drückt da drauf. Was mir super gut gefällt, ich sehe direkt die Temperatur und ich sehe direkt die Zeit. Wir haben 6 verschiedene Programme, das heißt, wir haben Airfry, wir haben Braten, wir haben Backen, wir haben Grillen, wir haben Aufheizen und wir haben Trocknen. Also das entspricht eher einem Ofen mittlerweile. Ich nutze den Airfryer sowieso fast ausschließlich, mein Backofen ist kaum noch an und den werde ich jetzt noch mehr nutzen, weil er quasi nicht nur Airfryen kann, sondern die ganzen anderen Sachen auch kann. So, was sind die Vorteile von so einer Heißluftfritteuse? Ja, als erstes schon mal, man kann sie überall mit hinnehmen. Also wenn ihr zum Beispiel Camping geht, wenn ihr einen Schrebergarten habt, wenn ihr draußen was machen wollt, ihr könnt sie einfach mitnehmen. Wenn ihr in Urlaub fahrt, rein theoretisch könnt ihr sie auch mit ins Ferienhaus nehmen. Sie braucht deutlich weniger Strom, sie ist deutlich schneller fertig, die Sachen werden krosser in ihr. Und zum größten Teil kann sie auch den Ofen ersetzen. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt seit ein paar Jahren Heißluftfritteusen und seitdem ich eine Heißluftfritteuse habe, brauche ich meinen großen Ofen eigentlich nur noch zu Weihnachten, wenn ich Plätzchen backe oder wenn ich mal einen Truthahn oder sowas Großes machen muss. Und ansonsten nutze ich die Heißluftfritteuse, weil die einfach viel, viel schneller ist, weil ich finde, persönlich finde, die Sache werden krosser da drin. Die Aufheizzeit ist fast gegen null. Gerade jetzt bei dem neuen Modell, da haben wir oben und unten Heizelemente drin, die auch
separat von Zone zu Zone geschaltet werden. Also im Prinzip ist es eine eierlegende Wollmilchsau, sagen wir mal ehrlich, weil sie kann alles und das finde ich richtig genial. Ich kann die Zonen einzeln schalten, ich kann nur eine Zone nutzen, ich kann die 10-Liter-Zone nutzen. Wir haben drinnen den Silikontrenner, der auch wirklich sehr massiv ist. Wobei ich glaube, natürlich, wenn ich jetzt hier grillen würde mit 240 Grad, weil das ist die Maximaltemperatur im Programm Grillen und würde daneben dörren wollen, ich denke schon, dass da ein bisschen Hitze mit rüber geht. Also das ist nicht so hundertprozentig klar getrennt. Oder ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Aber in der Regel machen wir ja Sachen, die relativ nah beieinander liegen und da ist es einfach perfekt. Ich habe ehrlich gesagt nur ganz, ganz wenig Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Aber die Liste der Punkte, die mir sehr gut gefallen, ist riesig. In meinen anderen Airfryer-Videos erwähnt, ich mag es, wenn ein Sichtfenster drin ist. Das ist hier nicht drin. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, weil ich finde es sehr angenehm zu sehen, wie weit das Gargut schon ist und nicht immer die Schublade aufmachen zu müssen, weil dann geht natürlich auch ein bisschen Hitze raus. Und es gibt keine Schnellprogramme mehr. Also ihr wisst, sonst war hier oben Pommes, Pizza, weiß der Himmel was, hattet ihr als Schnellprogramme. Die sind weg, leider. Ihr könnt zwar diese einzelnen verschiedenen Garstufen oder Gararten mit persönlichen Programmen belegen. Dazu haltet ihr dann einfach, stellt ihr das hier ein und haltet den Roast oder Airfry dann gedrückt, bis ein Piepston kommt und dann ist das neu programmiert. Aber das gilt nur für die bestimmte Betriebsart. Allerdings gibt es die App und die ist richtig gut. Die ist gut für Fortgeschrittene wie mich, weil ich mich noch keine hatte mit so verschiedenen Programmen. Und dadurch kriege ich so ein bisschen mehr das Gefühl dafür, wann nutze ich Backen, klar bei Kuchensachen, aber wann nutze ich Braten und wann nutze ich Airfry und so weiter. Es ist ganz klar detailliert aufgeführt. Ihr könnt eigene Rezepte in der App speichern. Ihr könnt euch Favoriten speichern. Ihr könnt Notizen zu bestimmten Rezepten machen, wenn ihr da zum Beispiel die Garzeiten irgendwie ein bisschen anpasst und möchtet das nicht als komplett neues Rezept gemacht haben. Ihr könnt den kompletten Garvorgang in der App beobachten. Also ihr seht, wie lange läuft die Zone noch, wie lange läuft die Zone nach. Ihr könnt es aus der App stoppen. Ihr könnt es aber nicht aus der App starten. Ihr könnt zwar alles da reinlegen, aber physisch starten müsst ihr das Ganze immer an der Maschine. Das hat rechtliche Gründe. Ich schätze mal, damit die Maschine nicht läuft, wenn man nicht zu Hause ist, der Grund, warum es so ist. Sie ist zwar smart, aber nicht so ganz smart, weil sie arbeitet nur mit dem Google Assistant oder wie das heißt zusammen und zum Beispiel nicht mit Alexa oder mit Apple oder sonst irgendwas. Ja, Plus-Minus-Sache ist auch, das Ding ist natürlich riesengroß. Da müsst ihr natürlich den Platz für haben, denn ich kann euch sagen, wenn ihr die nicht stehen lasst, dann werdet ihr sie auch nicht so oft benutzen. Das ist einfach Fakt. Wenn ihr euch für so eine große entscheidet, dann auch bitte den Platz dafür haben, sie stehen zu lassen, weil sonst habt ihr ein Sterümchen, was im Schrank steht, weil ihr holt es nicht jedes Mal wieder raus und dann habt ihr überhaupt keinen Nutzen von der Heißluftfritteuse. Also bei mir steht sie hier neben dem Herd normalerweise und da wird sie auch immer genutzt. Ja, man sollte sich natürlich auch im Klaren darüber sein, die große Schublade ist natürlich auch unhandlicher. Ihr könnt zwar alle Teile in die Spülmaschine tun, ich persönlich bin da kein Freund von. Ich habe immer Angst, dass irgendwann die Geschichtung von der Spülmaschine angegriffen wird, von dem Reinigern, von den hohen Temperaturen. Ich wasche es lieber per Hand, das geht. Es passt zwar nicht in die Spüle, aber ich kann das Wasser reinlaufen lassen und dann kann ich sie schön sauber machen, ein bisschen einsetzen lassen, sauber machen und gut. Ihr wisst, sie hat keine Körbe drin, sondern sie hat die Gitter drin. Ich mag das zum Beispiel mehr als die Körbe, weil die Körbe, finde ich, immer sind noch deutlich schwieriger in den Ritzen sauber zu kriegen als die Gitter. Manche mögen die Körbe lieber, weil sie dann besser schütteln können. Aber wir brauchen ja hier nicht mehr schütteln, wir haben ja Unterhitze, von daher haben wir das schon mal eliminiert. Aber ich mag die Gitter trotzdem lieber. Es ist natürlich blöder, wenn ihr ein Gitter drin habt und wollt dann das Gargut in eine Schüssel kippen. Dann kann es sein, dass das Gitter mit rausfällt. Wobei die hier wirklich sehr, sehr gut halten, muss ich sagen. Da fällt erstmal nichts wirklich raus. Aber ihr würdet natürlich auch das Fett mit auskippen. Das habt ihr bei einem Korb nicht. Da müsst ihr euch überlegen, was ist mir lieber persönlich. Ich bin Fraktion Gitter. Kusori hat auf die User gehört, das Piepsen ist deutlich leiser geworden. Ihr hört, wenn ich hier ein bisschen vor mich hindrücke, das piepst leiser. Ihr könnt es auch komplett ausschalten. Dazu müsst ihr die beiden Tasten nach oben gedrückt halten und irgendwann kommt dann die Bestätigungston, dass das Piepsen ausgeschaltet ist. Ich finde, es ist so leise geworden und auch von der Tonlage vollkommen okay. Deswegen, bei mir bleibt es halt einfach an. Ich finde den Touchscreen super, super responsive. Also ihr drückt drauf und der
ändert direkt, wenn ihr gedrückt haltet, dann schaltet ihr automatisch hoch und da piepst es nicht mehr bei jedem Schritt. Da piepst es nur einmal als Bestätigung, okay, du hast den richtigen Spot getroffen, aber der ist wirklich richtig gut, der Touchscreen. Der ist allerdings auch ein Staubmagnet, muss ich sagen. Da setzt sich sehr, sehr schnell der Staub auch dran fest. Temperaturspanne ist je nach Programm, was wir wählen, 35 ist die niedrigste Temperatur und 240 ist die höchste Temperatur, was schon richtig, richtig viel ist. 240 könnt ihr allerdings nur beim Grillen zuschalten und dann sind auch die unteren Brenner aus, dann kommt nur von oben die Hitze und 35 geht, glaube ich, nur beim Dörren. Zeitspanne ist mindestens eine Minute, maximal 48 Stunden. Allerdings im Dörrprogramm. Also es hängt vom Programm ab, was ihr wählt, was ihr da von der Cusori zur Verfügung gestellt bekommt. Sowohl zeitmäßig als auch temperaturmäßig. Wie die Intensität der verschiedenen Spiralen und Heizspiralen und Lüfter ist, hängt auch vom Programm ab. Also die laufen nicht immer auf 100%, sondern das variiert auch. Bei Backen hat man zum Beispiel ein bisschen mehr Unterhitze als Oberhitze und so weiter. Was mir auch aufgefallen ist, die Außenseiten werden nur leicht warm. Also ich habe das mal gemessen. Ihr seht das hier. Hier gibt es ein bisschen andere Temperaturen als da. Aber im Großen und Ganzen wird es warm, aber man kann es anfassen. Man verbrennt sich nicht. Das hat mich sehr überrascht, dass sie nicht so heiß geworden sind wie bei manch anderen Fritteusen. Super schön finde ich auch, sie hat in der Seite zwei große Griffmulden. Das heißt, wenn ihr sie von A nach B tragen möchtet oder wenn ihr sie hochheben müsst oder so, dann ist das ein bisschen angenehmer zu tragen. Was ich auch sagen muss, sie hat unwahrscheinlich schnell ihre Temperatur. Es gibt kein Preheat mehr und es gibt kein Shake-Button mehr, weil wir es rein theoretisch bei dieser Fritteuse nicht brauchen, dadurch, dass sie direkt die Hitze gibt. Ich habe das mal getestet. Ich habe Airfry 200 Grad angestellt für 10 Minuten für die große Zone. Da braucht sie am Anfang, zieht sie knapp 2500 Watt. Aber nach noch nicht mal 3 Minuten ist die Temperatur erreicht und sie schaltet runter. Sie schaltet dann erst runter auf ungefähr so zwischen 600 und 700 Watt. Und schaltet dann mal wieder zu, wieder runter. Und wenn sie aber wirklich dann alles so richtig gut aufgeheizt hat, was nach noch nicht mal 4 Minuten ist, dann schaltet sie sogar auf 70 Watt runter. Also sie schaltet dann von 70 Watt, dann mal nur noch auf 700 und so weiter. Also das geht rasend schnell, muss ich sagen. Also wenn ich denke, wie lange ich bei meinem Backofen brauche, bis der auf Temperatur ist, da bin ich hier schon mit dem Pommes fast fertig. Also das ist auch schon mal ein großer Unterschied. Ihr müsst auch daran denken, wenn ihr euch so eine große holt oder generell bei Airfryern, ihr müsst rechts, links, vorne und hinten Platz haben. Es kommt halt heiße Luft, die will halt irgendwo hin. Und da muss also auch nochmal ein bisschen Platz rundherum sein, damit die heiße Luft entweichen kann, damit ihr das optimale Ergebnis habt. Und wo ihr ein bisschen auch aufpassen müsstet, wäre, wenn ihr die Schublade ganz draußen habt, dann seht ihr, liegen hier unten die Heizstäbe frei, dass da keiner reingreifen kann. Aber in der Regel habt ihr die Schublade drin, da kann also auch nichts passieren. Ich habe ja auch die etwas kleinere Cusori, die hatte ich mir gekauft. Und ich muss wirklich sagen, die Pommes werden in den Cusoris am besten von all meinen Heißluftfritteusen, die ich hatte. Ich nehme an, die haben einen ziemlich hohen Gebläseumdrehungen pro Minute, was das Ganze so richtig durchbläst. Und dadurch wirklich das Ganze gar gut umschließt. Also das ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen, dass die Sachen wirklich krosser werden, wenn ich sie im Airfry-Programm nutze. Ja, so, die Zeit wird jetzt zeigen, was wir machen. Ihr braucht natürlich auch deutlich weniger Fett. Ich habe hier ein Video, wo ich ein Schweineländchen da drin mache, damit man sieht, ihr braucht da nicht nur Pommes drin machen. Ihr könnt das komplett als Küche nutzen, also als Ofen nutzen. Ihr könnt alles drin machen. Ihr könnt Frühstückssachen, ihr könnt Omelette drin machen, Brötchen, Eier, Gemüse, Fleischsorten, Tofu-Sachen, Backen. Ihr könnt wirklich alles da drin machen. Und ich finde es super, ihr habt den Gestank nicht in der Küche. Gerade wenn ich Fisch mache oder so, den mache ich eigentlich nur noch hier drin, wenn ich Lachs mache oder so. Ihr habt kein Fett, ihr legt es einfach rein und ihr braucht kein Fett. Das Fett, was aus den Sachen austritt, wenn ihr die Crisper-Blech nimmst, läuft nach unten ab. Und das Ganze ist halt einfach gesünder, finde ich.
Schaut sie euch mal an. Ich habe euch einen Link unten reingepackt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne drunter. Schreibt mal, ob ihr auch Heißluftfritteusen schon nutzt, was ihr damit so macht. Vielleicht kriege ich dann noch neue Anregungen, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Rezepten für Heißluftfritteusen. Ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Video ist lang geworden. Wie gesagt, ich habe es euch unterteilt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.